Und so, Leute, so wieder zurück zu Draw a Stickman. Ich habe es endlich herausgefunden, was ich machen muss, um weiterzukommen. Und da zeige ich es euch mal ganz kurz. Na, ich habe aus Versehen den einen Drachen befreit. Und zwar hätte ich die Brücke ansägen müssen. Das konnte man hier an der Seite hier ansägen. Und jetzt kann ich ganz ruhig hier runtergehen und bin weiter. Oh Mann, darauf hätte ich eigentlich schon vorher drauf kommen können. Ah, jetzt habe ich hier doch nicht wieder sterben. Oh Gott, ich stehe da ein bisschen scheiße. Ja, ich hab's gewusst, ich stand ein bisschen blöd. Aber machen wir es nochmal, dann kann ich das euch nochmal zeigen. So. Die Spinne auch noch weg. Dann machen wir hier oben schon mal den Schlamm weg. So, und dann zeige ich euch einmal, was wir machen hätten müssen. Und zwar hätten wir einfach nur diese Brücke hier ansägen müssen. Oder anhacken. Oder, ja. So, und dann geht das hier runter und dann können wir jetzt darüber halt. So, vielleicht kommt wieder der Drache. Nimm uns aber hier schon mal wieder eine Axt in die Hand. So. So, Drache kommen. Na, oh, diesmal kommt er nicht. Wundert mich jetzt eigentlich. Oh, da kommt er. Gut, die Spinnen haben wir dann schon mal fast kalt gemacht. So, diesmal schaffen wir es aber. Ich hoffe es. Wieder betäubt da oben. Ja, nee, ist klar. Ich laufe jetzt einfach weiter. Fertig. Kein Bock jetzt da die Beine zum Kloppen zu bringen. Kriege ich eh nicht mehr. Nur auf die Bienen muss ich jetzt noch aufpassen. Ja, ja, und wir haben es geschafft. Endlich. Jetzt geht's in die Festung, Zarps Festung. Und dort werden wir wahrscheinlich Oki finden. Dann bin ich mal gespannt, wie das Level aussieht. Düster. Da geht's rein. Sehr schön hier. Ich denke mal, dass überall Drachen sind. Oki! Da ist Oki ja! Okay, ich rette dich. Na, oh, es war eine Falle, es wusste es irgendwie. Du dachtest doch etwa nicht, dass das alles war. Ich habe deinen Freund nur entführt, um dich hierher zu locken. Aha. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich werde dich vernichten und deine Stifte an mich reißen, okay? Jetzt kommt der große Endkampf. Komme ich jetzt hier raus? Ja, ja, macht ja keinen Schaden, ne? Also, Oki kann ich anscheinend auch nicht befreien. Oki, los, hol uns da raus. Ah, du Blödmann. Nein. Hä, wie geht denn das jetzt? Bin ich nur wieder zu blöd dazu, oder? Ey, muss man doch hier rauskommen, oder nicht? Ich kann noch. Eigentlich kann ich noch befreien, oder nicht? Ja, siehst du da. Geht nicht. Okay. Kann ich irgendwie hier was machen? Nö. Ich brenne jetzt alles nieder.
zeichnet der eigentlich da, der Knilch? Sieht aus wie so ein... Ich brenne seine Zeichen. Muss ich jetzt hier warten, bis er... Ich hab Oki ist umgekommen. Entschuldigung. Oh, hier, da ist ein Toaster. Toaster, hilf mir. Oh, da muss ich jetzt warten, bis er da sein komisches Monster da. Alter. Brennt auf. Ich bewaffne mich schon mal. Mit der Axt des Todes. Moment mal. Warum kann ich ihn nicht befreien? Okay, tu was. Ich kann nichts machen. Oh, ich warte jetzt einfach, was passiert, wenn das Vieh draußen ist und... Oh, ich kann gerade nichts machen. Mensch, wie lange braucht er denn? Das ist ja schlimm. Du hast kein Kunstwerk zeichnen. Ich kann ja auch nichts machen, das ist ja das Schlimme. Och, jetzt mal da noch Farbe. Kollege, ich will auch noch mal fertig werden hier. Gottes Willen, ey. Kann ich hier deine Krone abfackeln oder so? Nein! Okay, einmal machen wir jetzt noch. Ich glaube, irgendwie, das hat nichts mit dem Monster zu tun. Das hat bestimmt irgendwas anderes, muss ich machen noch davor. Ach, ich bin da sagen, wir warten jetzt einfach mal. Was macht ihr da für ein Meisterwerk draus? Das ist doch schlimm. Ich glaube, ich mache erstmal einen kleinen Cut, bis er fertig ist, weil sonst dauert es echt zu lange. Bis gleich. So. Ja. Okay, anscheinend musst du mich doch irgendwie befreien. Aber ich glaube, das mache ich dann im nächsten Part. Bis dahin, euer Didi. Tschüss.